Ich habe so oft geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Vielleicht hast du mich vergessen. Aber wenn ich mich erinnere und ich vor mir sehe, dann als der Junge, der du einmal warst. Die Idee dazu hatte ich, das ist schon eine Weile her, da gab es die Diskussion um die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft für die Zwangsarbeiter in Kiew. Ich habe da ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es ganz viele deutsche Familien gab, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben und auch viele, die nicht mehr dazu stehen wollen. Du hattest damals ein Kindermädchen. Hört auf! Ich will das nicht hören. Ich bin ein Teil dieser Familie und ich habe ein Recht auf die Wahrheit. Du willst die Wahrheit wissen? Ja. Ich habe keine realen Figuren als Vorbild. Und deshalb war es eigentlich für mich eine unglaublich tolle Überraschung, als ich die Besetzung erfahren habe. Und natürlich Jan-Josef Liefers als Fernau, das ist ein Glücksfall. Ich spiele Joachim Werner, ein Anwalt, der ganz kurz davor steht, einen großen Schritt zu machen, sowohl in seiner Karriere als auch in seinem Privatleben. Und es könnte besser nicht laufen für ihn, bis zu einem Tag, an dem plötzlich eine Frau auftaucht und eigentlich der ganzen Geschichte eine folgenschwere Wendung gibt. Die sind gar nicht so, wenn man sie nie erkennt. Mein Vater ist stolz auf dich, wirklich. Du machst dich gut. Ich habe schon seit vielen Jahren nicht mehr mit dem Jan gearbeitet. Und das macht total Spaß und ist vor allem auch sehr lustig. Und wir verstehen uns irgendwie sehr gut und es ist so unangestrengt alles. Sie sind? Ja, ich bin. Er ist mein Verlobter, Joachim Wernau. Schreiben Sie mein Verlobter. Wir sind da ein bisschen konservativ. Und demnächst Partner in der Kanzlei meines Vaters. Schreiben Sie das bitte genauso. Schön ist, wenn Kollegen so liebenswürdig sind wie Jan Josef. Und dann so einen guten Humor und so eine Spielfreude. Also das ist sehr, sehr positiv. Und mit Carlo ebenfalls, mit dem ich noch nie gearbeitet habe. Aber das hat alles so was Unangestrengtes, was mir sehr gut gefällt. Du siehst, wie sie leidet und dann gib ihr Zeit, tröste ihn quasi. Er schafft auf so eine Art eine gute Atmosphäre, in der ich gut arbeiten kann. Und tut im Hintergrund etwas, das einen jetzt als Schauspieler gar nicht so vordergründig interessieren muss. Er baut gute Bilder. Was mich auch absolut begeistert am Casting ist, dass selbst die Nebenrollen so wunderbar besetzt sind. Ja, lasst uns reden. Hier und jetzt. Diese kleinen Momente, wo ein Schauspieler kommt und einmal aufblitzen darf, dass auch die wunderbare Schauspieler spielen. Ah, ja! Das Kreuz! Frag ihn, dass er sich erinnert, was er getan hat. Ich spiele den Lutz Zernikow und spiele die Rolle deswegen, weil ich noch einmal in meinem Leben ein Sohn sein darf. Mutter. Du weißt, dass ich das nicht mag, wenn du hier überall im Haus rumrollst. Also es ist einfach eine ganz andere Art des Schreibens, als wenn man ein Buch schreibt. Das ist, man hat Formen und Regularien, an die man sich halten muss. Und innerhalb dessen muss man zeigen, was man an Fantasie und Sprachkraft drauf hat. Was erwartest du denn von mir? Soll ich Plakate aufhängen oder eine Pressekonferenz einberufen? Zwangsarbeiter. Was habe ich damit zu tun? Das ist auch ein Krimi. Es geht auch richtig um einen Kriminalfall. Es geht um verschiedene Themen, verschiedene Genres fast, die sich trotzdem über so kreuzen und eine spannende Geschichte ergeben. Woher wusstest du das?